Rotte und Gülle auf dem Feld bringen viele Nährstoffe, die jedoch nur zum kleinen Teil Pflanzen verfügbar sind. Wie kann man dabei die Pflanzenverfügbarkeit erhöhen und gleichzeitig die Auswaschung der Nährstoffe verhindern? Das gelingt durch Zusatz von Humin und Fulvosäuren in Verbindung mit Bakterien. Die Huminsäuren saugen wie ein Magnet die Nährstoffe aus der Gülle an. Durch diesen Cocktail neutralisiert sich sogar der beißende Geruch des Ammoniaks und die Gülle riecht angenehmer. Die Humin- und Fulvosäuren liefern die Grundlage für den gewünscht krümeligen Boden, da sie Calcium, Magnesium, Tonminerale, Spurenelemente sowie Wasser binden und somit erhöht sich die Pflanzenverfügbarkeit signifikant. In Verbindung mit den Bakterien werden die Nährstoffe im Boden gebunden. Erfreulicherweise kann das Beimpfen jederzeit erfolgen. Ideal wäre es bereits im Stall oder in der Güllegrube, weil die Inhaltsstoffe dann mehr Zeit zum Einwirken haben und sich gleichzeitig das Stallklima bessert. Alternativ kann das Beimpfen auch mit einer Feldspritze nach Ausbringung der Gülle erfolgen oder zeitlich unabhängig davon. Beim Einarbeiten des Materials für die Flächenrotte kommt es auf die intensive und lockere Vermischung von Boden und Häckselmaterial an der Oberfläche an. Wird dieses Material gleichzeitig angeimpft mit einem Mix aus Humin und Fulvosäuren sowie Bakterien, bleibt der Zucker aus dem Saft der Frischpflanze erhalten. Dieser liefert wiederum Energie für den Boden. Durch die intensive Arbeit der Humin- und Fulvosäuren sowie Bakterien in dieser Schicht wird Unkraut am Auflaufen gehindert und die oberflächennahe Zone wird belebt. So lassen sich mehr als 100 Kilogramm Stickstoff binden. Durch den Einsatz von Zwischenfrüchten und Ähnlichem ist jedoch noch mehr möglich. Das ist Gold für den Saatauflauf.